Jo Leute, was geht ab? Geil, Alter! Leck mich, Mann! Mist! Direkt! Oh, jetzt regnet es. Bitch name a list, still I'm going no switch. Just a rum in the bitch. I take the time, get me rich. Got the thus so intake. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video von dem guten alten Waldi. Und der gute alte Waldi muss sagen, es fängt an zu regnen. Mir ist gerade direkt ins Visier einfach so ein riesen fettes Blatt reingeflogen. Wie geil ist das denn? Ja Leute, ihr habt es in dem Video davor mitbekommen. Ich war unterwegs zu der Firma, um meine Sachen eben abzuholen. Ich bin tatsächlich hochgegangen. Und wer es glaubt oder nicht, mein Sprint war noch da, meine Sachen waren noch da, mein Schloss war noch dran, alle Sachen waren noch drin und ich habe jetzt alle Sachen geholt. Ich sehe, das Lustige ist, man kommt an und der Parkplatz von der Firma war voll, wisst ihr, es war komplett voll alles. Da waren haufenweise Autos dran, es war so viel los. Da dachte ich mir, okay, ich dachte, ihr habt keine Arbeit, ihr habt nichts zu tun und sowas, wisst ihr? Dachte mir, okay, was ist hier los? Hä? Ich bin halt, wie gesagt, immer noch, wie ich damals in einem anderen Video schon gesagt habe, relativ traurig, dass es so endet, weil im Endeffekt, wenn ich jetzt mir so die Firma anschaue, die hatten doch Arbeit, weil Leute waren da, Autos waren da sozusagen, Firma lief, also. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie keine Aufträge haben. Die hatten wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr auf mich, so, weil die kann nichts, der weiß nichts. Ich habe ja jetzt aktuell Projekt, Bike-Projekt eben über den Winter, dass ich da an der Hübschen hier ein bisschen was verändere, was neue Sachen und so, im Design ein bisschen was machen. Bin natürlich jetzt nicht der reichste Schnürsenkel. Okay. Der sich alles leisten kann, wisst ihr, wie ich meine. Ich kann mir jetzt natürlich nicht alles Mögliche kaufen, nicht alles Mögliche einfach bestellen. Ich bin ja noch Azubi und klar, geldtechnisch bin ich jetzt nicht der Allerreichste oder so. El Django, Gringo, Gringo, Skulpture, Michelangelo. Ich habe ja schon die eine oder andere Firma angeschrieben und wegen Kooperation eben nachgefragt. Sprich, ich habe jetzt gesagt, ja, ich würde bei euch gerne ein paar Teile kaufen und ob die mir da eben Preisnachlass geben könnten. Ich sage ja nicht, dass die mir Teile schenken sollen, ja, wisst ihr, wie ich meine? Also darum ging es nicht, sondern einfach so ein Preisnachlass. Und ja, ich habe halt gleich gesagt, bei einer Firma wollte ich für einen sehr hohen Preis eben was bestellen. Wir waren da in einem vierstelligen Bereich. Und da habe ich gefragt, ja, wie schaut es denn aus? Hättet ihr Lust auf eine Kooperation oder irgendwie sowas? Definitiv nein. Von denen kam dann nur so ein, ja, du hast ja noch nicht. Und ihr müsst euch wirklich so vorstellen. Du hast ja nicht so viele Follower. Original, die Antwort kam dann. Das so mit mehreren O's in einer E-Mail. Ich schreibe seriös, nicht so, yo Bro, was geht ab und sowas, sondern wirklich, also seriös. Schreibe ich denen an, sag, yo, wie schaut's denn aus? Hättet ihr Lust da auf eine Kooperation und irgendwie sowas? Und dann kommt als Antwort, da ihr noch nicht so viele Follower hast, würden wir dir einen Preisnachlass von 10% geben. Und für spätere, weitere Zusammenarbeit einen 6%igen Code mitgeben. Ich bin jetzt nicht undankbar, ich will jetzt auch nicht arrogant klingen oder so. 10%, wisst ihr, wie gesagt, ich habe ja eine vierstellige Summe. Ich habe denen die Artikel alle zugeschickt. Ich habe alle Artikelnummern und so, ich habe denen geschickt, welche Artikel das sind. Das war eine verdammt hohe Summe. Und ich, wie gesagt, ich bin kein Schnorrer, der jetzt irgendwie alles gratis haben möchte, der jetzt alles irgendwie frei Haus bekommen möchte. Jetzt nicht böse gemeint, aber diese 10%igen Preisnachlass kann man für normale Kunden auch immer wieder mal machen, wisst ihr? Andere Geschäfte machen das auch. Und viele Geschäfte machen sogar andere Preisnachlässe, die geben sogar 50%, je nach Preis, wisst ihr? Oder andere Summen einfach schenken, irgendwas, je nachdem. Und bei mir ist es ja so, ich kaufe bei denen etwas, ich kriege einen Preisnachlass von 10%. Bei einer vierstelligen Summe. Drei,
ist es verdammt wenig, wirklich. Also ich habe es ausgesehen, es lohnt sich null einfach, wirklich. Und bei mir sozusagen, ja, und für später kriegst du 6%. Ihr Leute, das sind so Summen, das ist billig. Sorry, ich möchte nicht wirklich blöd jetzt klingen, aber es ist wirklich sehr, sehr billig. Es geht halt darum, ich mache dann ja Stories für die Firma. Das ist das eine. Ich mache dann Bilder. Ich mache dann Videos und Reels und was weiß ich, versteht ihr, also Bilder machen, das Ganze. Und das kostet ja alles extrem viel Zeit, weil ich bin dann unterwegs, ich muss eben irgendwo hinfahren an einen Ort, ich muss dann Bilder machen, ich muss meine Cam dazu nehmen, ich muss Spritkosten zahlen, meine Zeit und so weiter. Und wenn man das jetzt ganz genau hernimmt, also wenn man es professionell jetzt ein bisschen, sage ich mal, betreibt, dann ist es ja so, dass dann eben Stunden anfallen von Kosten, Stunden und Kosten für die Maschine, die hat ja Laufleistung, die hat ja Verschleiß, die Spritkosten und so weiter. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kriegen die von mir Werbung, dann kriegen die von mir Markierungen und so weiter. Und die ganzen Sachen, die sie mir als Nachlass da lassen, die sind in der Arbeit schon längst verpufft. Und ich zahle dann sowieso eigentlich vielleicht sogar schon drauf oder je nachdem, keine Ahnung. I don't know. Wenn man das so nimmt, ein Post, wo ich die Firma markiere, wo ich die extra dran verlinke und hinschreibe, yo, hier sind die Teile, also Detail-Shots mache oder irgendwelche Stories oder irgendwelche Videos, wisst ihr, hier auf YouTube oder wie ich hier erwähne und so weiter und markiere und keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall für eine Firma, ist es verdammt gut. Und dann mir sozusagen, ja, dass ich nicht so viele Follower habe, dachte ich mir so, wow, danke. Danke, danke, danke für... Eigentlich nichts. Klar, man könnte jetzt das Angebot annehmen und sagen, ja, mein Gott, besser 10% und für später 6% als gar nichts. Auf jeden Fall, klar, stimmt ja auch. So ist es ja auch. Wenn man einen kleinen Preisnachlass bekommt, ist es ja auch Geld. So ist es ja nicht. Ich bin ja auch nicht undankbar. Das ist es für mich in meinen Augen einfach ein bisschen wenig, wisst ihr. Weil es geht halt eben um die Arbeit, um die Summen einfach. Und... ja, ich werde es mir noch überlegen, ich werde auch mit der Firma weiter schauen und ich erwähne jetzt extra niemanden, ich möchte jetzt niemanden schlecht machen oder sowas, ja. Um Gottes Willen, es ist einfach nur meine Meinung, wie gesagt, einfach meine Meinung zu dem Standpunkt. Du könntest mir jetzt natürlich haten und sagen, ja, Waldi, du bist undankbar. Das stimmt natürlich nicht. Ich bin auf jeden Fall dankbar. Es ist auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann, ja. Aber trotzdem geht es mir halt darum, dass eben nur sowas von den Firmen kommt, obwohl man denen eigentlich ganz seriös ankam. Muruk, ich rasiere euch. Ich bin Gillette Abdi. Auf jeden Fall, worauf es dann hinaus will, viele Firmen schauen eben die Followerzahl, aber die beachten nicht, dass es nicht darauf ankommt, also in meinen Augen. Klar, die Followerzahl macht schon vieles aus, das stimmt auf jeden Fall, aber was viele Firmen, glaube ich, auch denken ist, dass wenn du so viele, beziehungsweise so wenige, in dem Fall jetzt, Follower hast, dass du da eben nicht die Reichweite hast einfach, die sich vielleicht wünschen oder erhoffen oder erträumen, was auch wieder nicht stimmt, wisst ihr? Weil meine Followerzahl und meine Reichweite, das ist ein komplett anderes Thema, wisst ihr? Ich verstehe. Hoppala. Ich wachse ja auch relativ schnell, ich habe große Reichweiten und das ist nicht mit meiner Followerzahl vergleichbar, weil ich mache das Ganze eben, wie ich schon oft mal gesagt habe, erst seit ein paar Monaten. Und ich wachse da eben halt noch. Und das kommt auch alles noch mit der Zeit. Und sowas kann man nicht von einem verlangen, dass man innerhalb von einer sehr kurzen Zeit eben irgendwie übelst groß wird und dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas erreicht, so, wisst ihr? Weil ich schreibe das ja extra hin. Ich sage dir, pass auf, ich habe da so und so viele Follower. Aber ich mache das erst seit ein paar Monaten, dass man dann eben nur darauf schaut, dass, ja, er hat ja nur so viel, also kriegt er nur sowas. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Eine andere Situation war noch da, da war damals so, dass ich eben von einer Firma in Instagram eine Nachricht bekommen habe. Die haben mich so angeschrieben, haben gemeint, ja, tolles Profil oder schönes Bild oder schöne Bilder, je nachdem. Die haben auf jeden Fall mein Instagram eben gesehen, sind auf mich aufmerksam geworden und dann haben die zu mir so geschrieben und gemeint, ja, schau gerne bei uns in unserem Shop vorbei.
Und dann kannst du, wenn du magst, dir ein paar Sachen bestellen. Bin ich auf die Seite eben draufgegangen, ja, habe dann ihr Profil mal abgecheckt, so was die so anbieten. Ich habe dann ein paar Teile eben auch gefunden, die ich mir bestellen könnte, so auch fürs Projekt, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Habe ich die eben angeschrieben, gemeint, ja, wie schaut aus wie eine Kooperation? Und von denen kam so eine Antwort, wie, wo ich mir denke, die Leute haben wieder keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, Wallah. Ja. Könntest du uns so und so viele Follower dann machen? Ich habe die Nachricht so erstmal gelesen, denke mir so, also das waren mehrere hunderte Follower, wo die dann zu mir geschrieben haben, gemeint haben, könntest du uns da jetzt dann so viele Follower bringen? Also, wisst ihr, weil die Sache ist ja die, ich mache ja Bilder, ich mache Stories, ich mache Videos, je nachdem, ich mache einfach Verlinkungen und mache einfach dann Werbung, sprich, gehe dann hin und sage so, jo, schau, die und die Parts habe ich verbaut, das ist von der und der Firma, ich verlinke die unten, könntest du da drauf gehen, könntest du dich anschauen, sowas halt, meine ich. Und und dann kommt so eine Antwort wie, ja, könntest du so und so viele Follower bringen, dachte ich mir persönlich so, ja, du, pass auf, Follower bringen. Also ich kann jetzt keine Follower euch direkt versprechen, versteht ihr? Und ich kann dann einfach eben, wie ich schon, ich habe dann geschrieben, ich kann professionelle, hohe Qualität Bilder machen, ich kann Videos machen, Reels, Verlinkungen, alles easy, alles kein Stress, alles kein Problem. Aber ich kann Follower kann ich nicht direkt euch erbringen, ja. Ich denke mir so, ja, kann man schon, gib mir ein paar Zehner, Alter, ich bestelle auf dein Konto ein paar Hunderte und dann hast du die Follower. Wisst ihr, ich meine, das war echt lustig. Also, auf jeden Fall, ich habe dann geschrieben, ich kann euch Content bringen. Vor dem kam dann so eine Antwort wie, ah, okay, alles klar, wir leiten das weiter und melden uns dann bei dir. Dreimal dürft ihr raten, bis jetzt hat sich immer noch keiner bei mir gemeldet. Wie war es denn auch anders zu erwarten? Es wird sich auch keiner bei mir melden im Endeffekt. Mir ist es auch persönlich eigentlich egal, wisst ihr, ob da jetzt sich die Firma bei mir meldet oder nicht, weil ich habe halt einfach ausprobiert, angeschrieben, nachgefragt, ob die es wollen und ob die es nicht wollen. Wenn ja, wäre es schön, wenn nein, dann halt nein. Huja, schmeiß weg, den Scheiß. Na gut, mehr bleibt eigentlich auch fast gar nicht mehr übrig zu sagen, außer, ja, das war's mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt diesem Kanal, falls ihr noch nicht getan habt, schaltet unbedingt die Glocke ein, damit ihr gar kein neues Video von mir verpasst. Folgt mir auf Instagram, Link findet ihr bei mir unten in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video und ihr wisst Bescheid. Bis dahin immer schön langsam fahren. Peace out.